Hallo YouTube und willkommen zu einer neuen Folge Lumberjack. Ja, meine Lieben, wie ihr in den letzten Folgen gesehen habt, da war es nicht so on point. Und zwar, das Sägewerk konnte gar nicht funktionieren, denn wir mussten es ja erst einmal reparieren. Das Ganze, ja, manchmal ist es halt so, da sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht. Und ja, so ging es mir auch und deswegen, ich habe das mal offscreen repariert. Das Ganze läuft jetzt schon. Ah, der klitscht natürlich ein bisschen in den Boden, das sieht natürlich auch sehr schön aus. Und hier haben wir schon die ersten Paletten. Die werden wir jetzt natürlich schon mal aufladen. So. Okay. Fahren wir mal ein Stückchen hier hin und dann schauen wir mal, wie das Ganze funktioniert. Okay, Kran bewegen. Okay. Wunderbar. Ziehen wir das Ganze mal rein. Das soll ja hier vorne hin. Genau. Gut. Ja, da haben wir schon die nächste Palette. Wunderbar. Wir werden das Ganze versuchen zu verkaufen. Denn wir haben ja noch gar keinen Gabelstapler, um das da irgendwie in die Trocknung reinzubekommen. Deswegen. Okay, das passt so. Wunderbar, das passt. Jetzt lassen wir hier erstmal noch ein bisschen produzieren. Das heißt, wir müssen noch ein paar Baumstämme aufladen. Dafür müssen wir logischerweise erstmal noch ein paar Bäumchen fällen. Und die verbringen wir dann ins Sägewerk. So, jetzt muss ich aber erstmal schauen, ob denn das auch unser Land ist, hier wo wir sind. Ja, das ist unser Land. Denn ja, in der letzten Folge habt ihr ja gesehen, da habe ich einen Baum gefällt, der ja mir nicht gehört hat. Und deswegen wurde ganz schön Geld abgezogen. Ne? Ich hatte es vorher noch erwähnt. Vielen Dank für den Tipp und allem drum und dran. Aber ja, irgendwie ist es halt schief gelaufen. Ein bisschen Lehrgeld haben wir bezahlt. Da müssen wir jetzt sehen, dass wir das so schnell wie möglich wieder rausbekommen. Denn wir müssen auch schauen, dass wir uns vielleicht nochmal irgendwie einen Wald dazu kaufen, dass wir auch genug Bäume haben, um unser Sägewerk zu versorgen. Wir müssen natürlich auch mal sehen, wir hatten ja den einen Auftrag, wo wir die Bäume schon gefällt hatten. Und da müssen wir mal schauen, ob wir da die Stämme auch noch aufladen können. Denn ihr hattet ja geschrieben, was? Baumstamm, ich will ihn ja nicht tragen, ich will ihn ja fällen. So, ihr hattet ja geschrieben, dass man die mitnehmen kann, beziehungsweise ja nicht vergessen sollte. So, und da werden wir dann aber später noch dazu kommen. Deswegen werden wir jetzt hier erst einmal das Ganze machen. So, wunderbar. Aber den noch zerteilen. Da haben wir ja drüben noch einen. Und dann läuft das, würde ich sagen. So, die Äste schon noch wegmachen. Hier vorne noch ein paar Äste weg. Natürlich auch gleich noch ein Busch mit entfernt hier. So, wunderbar. Wir werden natürlich dann auch mal sehen, dass wir was essen. Na, was haben wir denn jetzt? So, okay, das passt so. Und wir werden gleich noch einen umschubsen. Hier haben wir noch einen. Den werden wir auch so in die Richtung fallen lassen. Es ist natürlich ja, auch sehr kurios. Normalerweise müsste der Baum ja eigentlich andersrum fallen, als wir in die Richtung, wo wir schauen. Aber ja gut, das ist halt so, wie es ist. Ne? In dem Sinne leicht zu machen, weil wir blicken in die Richtung und da fällt er hin. Das können wir uns immer gut merken. So, jetzt entfernen wir hier noch die Äste. Und hier vorne noch die Äste. Und wenn wir den dann zerteilt haben, werden wir dann erst einmal die ganzen Stämme laden. Und dann logischerweise auch erstmal zum Sägewerk bringen und ins Wasser schmeißen. Gut, das passt so. Dann können wir natürlich erstmal zu unserem Träger flitzen. Ja, unser schönes Mobil hier. So, dann werden wir die dann erstmal aufladen und bringen die ins Sägewerk.
So, hier lang. So. Wunderbar. Zack. Ab zum nächsten. So. Na komm. Wunderbar, so passt das doch. So, den kleinen nehmen wir noch mit. Super, wunderbar. So, wieder hochkonzentrierter Blick, wie ihr seht. Ne? Das kennt ihr ja schon. So, nehmen wir den Stamm hier drüben noch. Wunderbar, ein Träumchen. Zack. Na, warum bleibt denn da nicht drauf? Jetzt. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ich glaube, das ist auch, wie so, ich denke mal, ein kleiner Bug. Wenn der noch nicht richtig liegt oder so und du fährst los, dann kann es sein, dass der hinten sogar runterrutscht. So wie jetzt, ja. Jetzt ist er fest. Wer weiß, wer weiß. So, okay. Nehmen wir den hier noch mit, den kleinen. Den noch mit drauf schmeißen. Zack. So, fahren wir mal hier rum. Dass wir die noch mitnehmen können. Hier haben wir dann noch einen großen Baum stehen. So. Und den wollen wir. Genau. So, schmeißen wir den noch mit auf den Anhänger. Mal schauen, dass er nicht runterfällt. Ja, sieht gut aus. Das sieht gut aus. Natürlich, wie gesagt, selbst wenn mal da ein paar kleine Bugs sind oder Lecks sind oder wisst ihr, geil was, finde ich das Spiel einfach wirklich ganz cool gemacht. Es bietet viele Möglichkeiten, man muss nur auch mal die Gedanken ein bisschen zusammennehmen. Ja, das war in den letzten Folgen, wie gesagt, nicht so der Fall. Aber sei es drum, solche Tage gibt es auch mal. Ich hoffe, euch gefällt es trotzdem. Und wenn es euch gefällt, könnt ihr natürlich sehr gerne das Däumchen da lassen. Denn ihr wisst ja, ein Däumchen ist ein Däumchen. Hier haben wir schon die nächste Palette. Das ist sehr, sehr gut. So, fahren wir jetzt erst einmal hier hinter. Und dann schmeißen wir das erstmal dort rein. So, dann können wir dann nämlich die nächsten Paletten aufladen. Und dann fahren wir die erstmal verkaufen. Es gab ja diesen Verkaufspunkt. Müssen wir mal schauen. Vielleicht werden wir es auch so machen, dass wir dann von dem Geld, was wir dann haben, dass wir da dann erst einmal die getrockneten Bretter holen, dass wir den anderen Auftrag fertig bekommen. Wollen wir mal schauen, wie wir es machen. So, ist natürlich sehr gut gemacht hier. Sehr, sehr geil. Plätschert und plätschelt, ist es nicht schön. So, zack und rein. Ah, war doch noch nicht so. Aber jetzt. So, okay. Nehmen wir den hier drüben. Und dann passt das nämlich auch. Oh, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Ihr könnt es natürlich sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, wisst ihr ja. Und ihr könnt natürlich auch in die Kommentare gerne mal reinschreiben, ob ihr selber sogar dieses Spiel habt und zockt. Und ja, wie eure Meinung so dazu sind. Ihr habt ja nur auch schon ein paar Folgen hier auf meinem Kanal gesehen. Und ja, könnt ihr sehr gern immer eure Meinung dazu schreiben. Ihr wisst ja, ich schreibe mir dann immer gern die Kommentare raus und beantworte diese auch. Nicht wundern, ich nehme jetzt hier gerade 3 Folgen am Stück auf. Deswegen könnt ihr natürlich dennoch eure Kommentare gern drunter schreiben. Aber es wird dann halt so sein, dass die dann erst in den nächsten Folgen wieder beantwortet werden, denn ja, ich habe für mich festgestellt, dass es ganz einfach so mit den Aufnahmen für mich auch zeitlich besser machbar ist und kann euch damit auch immer ordentlich mit den Videos versorgen, damit ihr auch in der Woche immer schön was zum Schauen habt. Demnächst wird vielleicht auch noch was Wochenendmäßiges folgen, mal schauen.
Das steht aber noch nicht ganz fest. Da müssen wir einfach mal mit der Zeit sehen, wie das dann alles so passt. So, okay, den lassen wir jetzt hier stehen. Und jetzt gehen wir mal zu unserem LKW, den wir uns geliehen haben. So, dann werden wir nämlich mal hier sehen, dass wir die aufnehmen können. Ich finde es auch gut gemacht, dass das hier so mit den Paletten passt. So, wir kriegen eigentlich, also 3 bekommen wir noch drauf. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Mal schauen, wie viel Geld wir dafür bekommen. Und müssen wir da mal abwarten. So, na komm, jetzt brauchen wir noch die nächste Palette. Halt, soll eigentlich auch stehen bleiben. So, wir stecken mal aus. Und schauen uns das Ganze mal an, wie das hier drin so vonstatten geht. Na komm, geh rein. Na geh doch mal rein, Jung. Herr Gott, noch eins. So. Hier kommt noch nichts. Wir schauen einfach mal, dass wir hier die Treppe runterfallen. So, wir gucken mal, wie das hier so läuft. Ah, haben wir hier schon was? Ne, da ist noch nichts. Da ist auch noch kein Stamm. Ah, dort kommen die Stämme. Hier kommen die Stämme. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Da gehen wir einfach mal hin und schauen uns das einfach mal an. Ich finde das auch sehr, sehr gut gemacht, muss man sagen. Wie die hier so hintreiben, ist wirklich cool gemacht. Wenn man sich dann vorstellt, wenn das Ganze dann, ja, wie soll man sagen, fast so fließbandmäßig läuft und die Stämmchen dann hier so reihenweise reinkommen, das ist dann, denke ich mal, sehr, sehr gut. Es liegt natürlich an uns, wie wir das Ganze bestücken und damit das dann auch alles super hintereinander wegläuft. Man muss natürlich auch sagen, ewig werden wir mit dem kleinen alten Traktor nicht fahren können, das ist ganz klar, denn das rechnet sich dann einfach nicht. Ne? Wir müssen sehen, dass wir so gut wie es geht an Geld kommen, damit wir dann auch mal einen größeren Traktor, einen größeren Rückeanhänger uns holen können und dann passt das schon. So, jetzt müsste das normalerweise hier hochgehen, theoretisch. Ja, seht ihr, ja, geht der Kleine hier hoch. Und dann kommt er nämlich hier drauf. Jetzt müsste dann ein großer, müsste jetzt nach oben. So. Na, warum nimmt den jetzt nicht? Oder muss der erst hier weg? So. Der wird da drinnen. Okay. So, theoretisch müsste doch aber jetzt der nächste hier hochkommen. Oder sehe ich das falsch? Na, was ist denn da? Warum geht es denn jetzt nicht voran hier? Normalerweise müsste das da anders laufen. Oder liegen die einfach nur komisch da? Ah, jetzt! Ah, alles klar. Das schauen wir uns natürlich mal hier oben an, wie der jetzt hier reinkommt. Oh, es ist nämlich wirklich sehr, sehr gut gemacht, finde ich. Ihr seht, das läuft jetzt hier rein. Ah, da kommt hier rein und dann geht er hier durch. So, dann schauen wir das nämlich uns mal an. Hier seht ihr, hier wird das Ganze, hier wird die Rinde abgemacht, logischerweise. Und hier vorne kommt dann der wunderbare Stamm heraus. Läuft dann hier lang. Und hier haben wir den Verteiler umgestellt, dass es nicht hier vorne, also hier oben rausgeht, sondern wir wollen ja Bretter haben. Ja, deswegen kommt der Stamm dann hierher, das läuft hier runter. Hab's mal ein Stückchen. So. Und dann kommt das nämlich hier hin. Und dann fährt der Wagen hier vor. Und machen wir gleich mal ein Bildchen. Und ja, dann werden hier die Bretter nämlich geschnitten. So, während hier geht er hervor, der Wagen. Und dann müsste das nämlich hier hinten reinkommen, denke ich mal. So. Es ist natürlich klar für den einen oder anderen, mag es jetzt vielleicht langweilig sein, aber ich habe mir einfach mal gedacht, ich zeige euch das Ganze mal. Ja, und als Endprodukt kommt dann hier, wie gesagt, die Bretterpaletten raus. Die werden wir jetzt aufladen. So, zack. Und zack. Und eine müsste jetzt gleich noch rausploppen. Und die fahren wir dann logischerweise erstmal noch weg. So, na komm. Nun komm, eine noch. Eine noch, my friend. Jung,
wenn ich jetzt aussteige. Und da ploppt eine auf. Glaube ich, muss ich mal kurz schreien. Ne, okay, geht. Ah, so, hier ist der nächste jetzt. Jetzt müsste. Jawohl, wunderbar. Die hat uns noch gefehlt. Die werden wir uns jetzt noch nehmen. So. Na, komm her. So ist natürlich sehr schön. Da müssen wir mal schauen. Okay, hat jetzt nicht funktioniert, so wie ich das wollte, aber okay. Das Ganze mal einfahren hier. So, werden wir das mal machen. Es wäre mir lieber, wenn das gerade mal nicht angezeigt werden würde. Denn ich wollte eigentlich... na gut, dann müssen wir es anders machen. Denn ich wollte, beziehungsweise ich brauche noch ein kleines, wunderbares Bildchen. So, natürlich nicht so, dass er hier reinpackt. Das ist natürlich, das ist ein bisschen der Nachteil. Wenn das hier so steht, wie es steht. So. Stellen wir das mal hier hin. Und jetzt steigen wir erstmal aus. Sorry Leute, aber ich brauche erstmal noch ein schickes Bild. So, passt das nämlich. So, und jetzt werden wir das Ganze erstmal verkaufen fahren. So, wo müssen wir denn da jetzt eigentlich hin? Das ist, glaube ich, am Arsch der Welt gewesen. Ah, ne, obwohl, so geht's eigentlich. Wir fahren jetzt hier hoch, dann die Straße lang und dann gleich links. Das können wir machen. Da wird die Folge heute eben mal ein bisschen länger. Aber das ist ja nun auch nicht so schlimm. Denn wir wollen ja sehen, was wir hierfür bekommen. So, hier kommt gerade nichts. Da fahren wir ja rum. Ah, der Transporter ist ganz cool. Der macht ordentlich Ballett. Vor allen Dingen dauert es dann auch nicht so lange. So, passt das. Fahren wir hier vorbei. Überholen wir mal ganz geschmeidig. So, das Gemäher wollen wir uns absolut nicht antun. So, das ist schon eine schöne Fahrt. Eine schöne Fahrt. So, okay, man merkt, es ist natürlich erstmal wieder komplett vorbei. So, okay, hier müssen wir jetzt links rum. So, dann müssen wir nämlich dort runter. Dann bin ich ja echt mal gespannt, ne? Wie ein Flitzebogen. Bin gespannt wie ein Flitzebogen, was wir dafür bekommen. So, hier über die Brücke. Und dann mal schauen. Vielleicht können wir dort sogar, wie gesagt, schon die getrockneten Bretter kaufen. Und wenn wir da welche haben, da können wir dann nämlich gleich dort runterfahren, können die dort weiterverarbeiten. Und ja, so kommen wir dann einfach mal voran, würde ich sagen. Aber wir müssen ja erstmal sehen, ob man da überhaupt welche bekommt. Ne? Das ist eine ganz andere Frage. So, müssen wir hier reinfahren. Tor öffnet sich von allein. Das ist sehr schön. Das ist richtig fein. So, dann müssen wir mal schauen, wo wir das Ganze abladen können. Wo können wir das denn? Ach ja. Ich denke mal, hier können wir das abladen. So, müssen wir mal sehen. Wir das. Oder? Können wir das hier abladen? Na, komm, ich will aussteigen, Junge. Nee, wollen wir doch nicht. Ach, mein Himmel, Herrgott. Willst nicht aufnehmen. So, warte mal, können wir das hier verkaufen irgendwo? Oder sollen die hier hin? Ah, das ist jetzt eine gute Frage. Könnt ihr sehr gerne mal in die Kommentare schreiben. Wie und was und wo. Aber an sich müssten wir das doch hier verkaufen können. Oder sehe ich das falsch? Ja, warum ist denn das jetzt hier nicht? Da könnt ihr doch schon wieder wahnsinnig werden. Aber an sich müssten die doch wirklich... Ah, warte mal, da steht einer. Da steht einer. Den müssen wir jetzt erstmal fragen. Oh ja, die Folge wird heute bestimmt ein bisschen länger. So. Na komm. Hallo. Hast du einen Moment Zeit? Nur eine Minute. Wir sind hier alle beschäftigt. Was brauchst du?
Was kann ich hier verkaufen? Warte mal, Baumstämme zu verkaufen, Bretter zu Ich habe verkaufen. einige Bretter zu verkaufen. Wo soll ich sie abladen? Bretter, Platten und dergleichen. Dort drüben bei dieser Rampe. Schau genau hin. Du wirst die Markierungen erkennen. Okay, also müssen wir eigentlich dort verkaufen Ich können. muss los. Bis bald. Okay, bei der Rampe. Also eigentlich sind wir doch da hier richtig, oder nicht? Theoretisch. Oder gibt es ja noch irgendwo eine Rampe? Nee. Müsste eigentlich hier sein. So. Aber wir können noch mal eins machen. Wir können mal versuchen, das Ganze hier abzuladen. Man muss natürlich auch Himmelherrgott noch mal drin sitzen bleiben. Und dann passt das auch. So. Zack. Und zack, werden wir die auch noch abladen. So. Schauen wir mal, dass wir die auch noch hier abgeladen bekommen. So, die hier noch. Hier hin. Na, komm her. So, dann die hier noch. Und dann müsste es eigentlich passen. So. Machen wir so. Und jetzt fahren wir mal hier runter. Und normalerweise müsste es doch dann jetzt verkauft werden. So. Nee, die liegen immer noch hier. Warum liegen die jetzt noch hier? Himmel, Herrgott, nein. Oder müsste ich hier. Nee. Hier kippst du ja normalerweise das rein. Oder sollen die doch? Das muss ich jetzt noch probieren. Leute, sorry, wenn es ein bisschen länger wird, aber das muss ich jetzt noch probieren. Wir nehmen uns mal noch eine mit. So. Wir nehmen uns jetzt mal noch eine mit. Zack. Die lassen wir gleich mal so am Haken. Gucken, ob wir die hier verkaufen müssen, weil hier ist ja auch so ein Trigger. Dann nehme ich mal sehen. Oder werden die nicht gleich verkauft? Also ich wäre gerade ein bisschen wahnsinnig, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, wir machen. Warum war eins? Wir werden die hier nochmal reinschmeißen. So, zack. Und dann fahren wir aus dem Trigger raus. Und dann gehen wir mal nochmal zu dem hin und fragen den einfach nochmal. Vielleicht verkauft das er ja. Hallo. Hast du einen Moment? Nur eine Minute, wir sind hier alle beschäftigt. Ja. Brauchst du? Nee, das ist einfach nicht. Ich habe einige Bretter zu verkaufen. Wo soll ich sie abladen? Bretter, Platten und dergleichen. Dort drüben, bei dieser Rampe. Schau genau hin, du wirst die Markierungen erkennen. Ich muss los. Bis bald. Es gibt ja aber, also es gibt ja nur die eine Rampe hier. So, es kann ja nur das hier sein, ja? Ihr könnt mir natürlich, damit das jetzt nicht noch mehr Überlänge nimmt, schreibt mir gern mal in die Kommentare, ob das so passt, wie das hier ist, ob das gleich abgerechnet wird oder ob das eine Weile braucht. Und ja, schreibt es mir gern mal in die Kommentare und ich sage erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.